Herzlich willkommen bei der Monatsvorschau für April 2014. Nachfolgend stellen wir euch eine Auswahl der interessantesten PC-Titel der kommenden 4 Wochen vor. Rally the forces of nature. Mit Age of Wonders 3 kehren Hexfelder und ein rundenbasiertes Fantasy-Strategiespiel nach knapp 12 Jahren wieder zurück. Wieder kann man Städte mit viel Micromanagement ausbauen und mit einer der 6 Heldenklassen die Welt erobern und seine Feinde niederringen. Nein, das ist kein Programmierer-April-Scherz, das ist der Goat Simulator. Und laut den Entwicklern das dümmste Spiel der Welt. Ab 1. April soll sich jeder eine eigene Meinung bilden können, ob die humoristische Tiersimulation so amüsiert wie erwartet oder sich eher in Top-Titel wie Horror im Lagerhaus oder Rambo the Videogame einreiht. Mit Batman Arkham Origins Blackgate bekamen Handhelds im Oktober 2013 ihren Batman-Ableger. Mit überarbeiteten Karten und Hinweissystem für bessere Navigation und Zielverfolgung kommt dieser Anfang April in der Deluxe Edition auch auf PC, PS3, Wii U und Xbox 360. The entire prison staff. Batman. Wir laden dich ein auf eine. In Lego Der Hobbit werden die 2 bisherigen Filme Eine unerwartete Reise und Smaugs Einöde in Klötzchen gefasst. Man setzt auf das Lego-typische Prinzip und präsentiert die Geschichte mit der bereits bewährten Prise Lego-Humor. Diesmal darf man sich auch in der deutschen Version über die Originalsprecher aus den Kinofilmen freuen. Wir könnten's ja versuchen! Lange mussten sich Fans gedulden, doch am 4. April ist es endlich soweit. The Elder Scrolls Online ist offiziell für jeden interessierten Online-Rollenspieler erhältlich. Ob im Altmeri-Bund, Ebenherzpakt oder Dolchsturzbündnis, ganz Tamriel wartet darauf, erkundet zu werden. Besitzer einer Imperial Edition können sich allerdings schon 5 Tage vor allen anderen ihren Platz in der Welt sichern. Man könnte Daylight als Mischung aus The Stanley Parable und Outlast bezeichnen. Die Zombie-Studios bringen mit diesem Horrorspiel einen Titel auf PC und PS4, der erst nach mehrmaligem Durchspielen die komplette Hintergrundgeschichte offenbart. Für genügend Abwechslung sollte gesorgt sein, da bei jedem neuen Durchgang neue Events und Wege freigeschaltet werden. The Lego Movie Video Game. Wer hätte es gedacht, auch der Lego-eigene Kinofilm bekommt seine Versoftung. In gewohnter Klötzchenmanier bastelt, prügelt und lacht man sich durch das Universum der Filmvorlage. Vor allem die in Stop-Motion gehaltenen Zwischensequenzen aus dem Film versprühen besonderen Charme. Besondere Spieltiefe sollte man zwar nicht erwarten, jedoch Lego-typischen Spielspaß mit Gags rund um das Lego-Universum. Are you thinking what I'm thinking? Oh. Do it! Paradox Interactive präsentiert mit War of the Vikings einen neuen Ableger der War-Spielreihe und entführt uns ins Wikinger-Setting. So können wir mit Nordmännern entweder England überfallen oder als tapfere Sachsen unser Land verteidigen. Uns erwarten hier intensive Mann-gegen-Mann-Gefechte, authentische Waffen und umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten für unseren Krieger. Mit Trice Fusion kann man ab dem 16. April wieder irre Stunts und spektakuläre Welten in Bestzeit dominieren. Neu im Fuhrpark ist das Quadbike, welches sich zwar nicht stark von den anderen Bikes unterscheidet, jedoch eine Prise wuchtiger anfühlt. Außerdem neu versteckte Herausforderungen auf den Maps. Für Entwickler Red Lynx ist es bis jetzt das größte Trice, welches sie immer weiter ausbauen und erweitern wollen. Über 1300 verschiedene Einheiten versprach der letzte Trailer von Wargame Red Dragon. Neu sind die Marineeinheiten, die der Vorgänger Airland Battle noch nicht bieten konnte. In 5 unterschiedlichen Kampagnen erzählen die Macher eine an realen Ereignissen angelehnte Geschichte, deren Mittelpunkt der Krieg um Korea darstellt, aber auch an andere Orte im asiatischen Raum führt. Besonders spektakulär sollen die Multiplayer-Gefechte ausfallen, in denen von bis zu 20 Spielern gespielt bis zu 1200 Einheiten gleichzeitig aufeinandertreffen. Your flesh will decay, your mind will fade. Schwer aber fair,
Auch mit Dark Souls 2 ist sich Namco Bandai treu geblieben und liefert mit dem nächsten Ableger der Souls-Reihe ein bockschweres Hardcore-Action-Rollenspiel. Neu ist das Teleportationssystem, das euch durch die ganze Welt von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer reisen lässt. Es steht euch ein großes Arsenal an Waffen und Rüstung zur Verfügung, jedoch bekommt ihr es auch mit einer Armee an ernstzunehmenden Monstern zu tun. May the dark shine your way. In Child of Light wird uns malerischer Action-RPG-Charme der alten Schule im Aquarell-Grafikstil gezeigt. Mit Aurora, dem Hauptcharakter, müssen wir den Weg nach Hause finden und dafür Sonne, Mond und Sterne aus den Fängen der Königin der Nacht befreien. Zwar ist das Spiel keine Innovationsbombe, jedoch extrem charmant und künstlerisch wertvoll. Das war die Monatsvorschau für April 2014. Sollte ein eurer Meinung nach erwähnenswerter Titel in unserer Auswahl fehlen, schreibt es bitte in den Kommentarbereich. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spielen.